Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blatt Grün in der Randomizer Nuzlocke Challenge. Ich war einkaufen. Ich hatte eigentlich 5 Schutz, aber 3 habe ich auf dem Weg hierhin schon verbraucht. 5 Tränke habe ich mitgenommen. Und dann hatte ich auch schon kein Geld mehr. Gut. Oinki, genau. Dann stellen wir uns dem mal. Krebuchak. Ist das Wasserundicht? Boah, gute Frage. Ich will's nicht herausfinden, indem ich einen Angriff benutze, der keine Wirkung hat. Deshalb wechseln wir einfach direkt aus. Krebuchak kann ein gefährlicher Gegner sein. So, was kommt jetzt? Ein Trassler? Okay. Können wir wieder auf Oinki rauswechseln. Kann Oinki ein bisschen Erfahrung sammeln. Psi-Strahl. Mach ruhig dein Doppelteam, wie du willst. Du wirst eh verlieren. Level 21 für Drag. Und Remoraid. Nice. Schöner One-Hit. Cool. Ich gebe dir 1 ab. Ich will das Domfossil. Ich bin mir nicht sicher. Oh, Sprudel. Eigentlich sollten die Fossile auch gerandomized sein. Ich hoffe einfach nur, dass ich das richtig gemacht habe und die wirklich gerandomized sind. So, jetzt sind wir auf einer neuen Route, wenn ich mich nicht täusche. Route 3. Route 4. Mega Kick und Mega Hieb will ich jetzt nicht unbedingt haben. Lehmschelle, okay. So, dann schauen wir mal direkt, welches Pokémon wir bekommen. Lass es ein Feuer-Pokémon sein. Blubella. Okay, nehme ich mit. Solides Pflanzen-Pokémon. Mach mal einen Wickel. Mach noch mal einen Wickel. Blubella könnte gut sein, oder? Ich hatte noch nie einen Blubella. Aber ich glaube, es könnte gut sein. Wir probieren direkt mal einen Ball zu werfen. Nice. Ich
Ja, möchte ich. Nee. Bella. Das ist die gute Bella. Die Werte sind in Ordnung. Absorber, Zauberblatt. Ist okay. Ich würde sagen, ist okay. Jetzt haben wir wenigstens ein bisschen mehr Varietät. Mehr unterschiedliche Pokémon-Typen. Ist, denke ich mal, nicht schlecht. Klar, Bluebella ist jetzt ein bisschen unterlevelt. Aber gut. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. So, jetzt möchte ich mal was gucken. Weil ich weiß, hier gab es doch eigentlich immer ein Sonderbonbon, oder? Seerauch. Okay. Ist das nicht so ein Item, was das Pokémon heilt? Es verstärkt Wasserattacken. Oh, ich habe ein Pokémon, was Wasserattacken einsetzt. Oh, Wundersaat. Nice. Das ist doch schon richtig gut. So, Azuria City. Wir müssen uns erstmal nach oben durchkämpfen. Das heißt, wir müssen jetzt den Trainerkampf machen, also den Rivalenkampf. Das heißt, ich werde Bluebella mal eben auf Level 15 trainieren. Ja, ist, denke ich mal, vernünftiger, bevor wir Bluebella verlieren. Wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ging eigentlich recht schnell. Und jetzt ist Bella auf Level 15. Hat zwar keine neuen Angriffe gelernt, aber die Stats, vor allem die Verteidigungsstats, sind eigentlich sehr solide. Ich denke mal, damit kann man arbeiten. Und jetzt würde ich, ja, gegen den Rivalen kämpfen, würde ich sagen. Hoffen wir mal, dass der mich nicht auseinandernimmt. Okay, drei Pokémon sollte der haben, oder? Auf vier. Oh, Ponita. Ist natürlich kein guter Gegner für Bella. Aber da haben wir doch jemanden, der sich liebend gerne mit Ponita anlegen würde. Ja, mach ruhig deinen Heuler. Das stört mich nicht. Mach deinen Ruckzuckhieb. Das ist mir. Alter. Mehr Schaden, als ich gedacht hätte. So, wurde es ein bisschen abgekühlt, Ponita. Specklord erreicht Level 19. Whirlpool. Ja. Ist auf jeden Fall besser als Platscher. So, was kommt jetzt? Kabums. Aber das ist nicht sein Flurmel, oder? Das ist doch irgendein random Krawumms, was der jetzt im Team hat. Weil sein Flurmel kann sich noch nicht entwickelt haben. Und das überlebt der.
Gerade macht Aquaknarre so viel Schaden und das überlebt er. Das ist ja unglaublich. Ja, Krakelo, das ist sein Flurmel. Könntest du bitte aufhören, deinen Angriff zu steigern? Finde ich gerade gar nicht cool. Komm schon, Specklord. So, jetzt muss ich aber rauswechseln. Ansonsten wird Specklord sterben. Wie der einfach schon 100 KP hat. Libeldra. Oh. Wir können es ausprobieren. Wir können ausprobieren, ob Bella damit klarkommt. Oh, Biss. Das ist gut, dass ich das gesehen habe. Finte. Also ich kann Oinki nicht reinwechseln. Oinki stirbt sonst direkt. Mach mal eine Stachelspore. So, jetzt bist du wenigstens schon mal schneller als das Libeldra. So, und jetzt Zauberblatt. Das trifft eh immer. Egal, wie viel Sandwirbel der benutzt. Ja, Bella ist schon gut. Ist schon... Bin ich recht zufrieden mit. Ist ein gutes Pflanzen-Pokémon. Level 16. Ja. War jetzt nicht der spannendste Kampf. Ich hätte mir... Hä? Ach, was tue ich denn damit, ey? Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht ein paar anspruchsvollere Pokémon hat. Aber das, was er da gerade hatte, das war ja nichts. Aber mir gefällt mein Team langsam. Drache, Psycho, Wasser und Pflanze. Pflanze oder Pflanzegift? Pflanze. Okay, cool. Weil viele Pflanzen-Pokémon sind ja auch Pflanzengift-Pokémon. Bisaflor, Duflor und sowas. Satzenia. Satzenia ist, glaube ich, auch rein Pflanze, ne? Gut. Wollen wir uns damit nicht aufhalten. Wollen wir die Nuggetbrücke eben fertig machen. Zauberblatt wird nicht so viel Schaden machen, ne? Na. Nicht wirklich. Ja komm, wir machen trotzdem. Die Erfahrungspunkte kann Bella gut gebrauchen. Also tun wir uns das an. Und spam jetzt einfach mal ein bisschen Zauberblatt. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Crit. Ich hoffe nur, dass Bella noch ein paar Angriffe lernen kann. Weil oft ist es ja so, wenn die Pokémon sich auf niedrigen Level entwickeln, dann können die meistens keine Angriffe mehr lernen. Oder nur noch wenige. Ich hoffe, dass das bei Bella nicht der Fall ist. Despota! Aber gerne doch. Gestein Unlicht. Dir wird mein Zauberblatt sicherlich gut schmecken. Ho, ho, ho.
ein Volltreffer. Bella, die Zerstörerin. Girafarig. Ja, wir machen erstmal eine Stachelspore. Ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Damit es vielleicht mal im Kampf aussetzt und nicht angreifen kann. Genauso, genauso habe ich mir das gedacht. Ja, und dann ist wieder Zauberblattzeit. Weil Zauberblatt ist ein verdammt guter Angriff. Mich wundert das, dass der normale Angriff von Bella ein kleines bisschen, wirklich nur ein kleines Stückchen, besser ist als der spezielle Angriff. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Bella so ein spezieller Angreifer ist. Aber gut. Lässt mir Möglichkeiten zur Variation. Kann ich Bella vielleicht ein paar vernünftige Sachen beibringen? Wann hört dieser blöde Sandsturm endlich auf? Ja, und Stachelspore. Stachelspore, auch so ein guter Angriff. Nicht nur, weil er die Gegner paralysiert, ne? Genauso wie Donnerwelle. Die paralysierten Gegner sind halt auch einfach langsamer dann. So, du kannst gegen Pokémon kämpfen, was eine höhere Initiative hat als dein Pokémon, du paralysierst es, bumm, ist deine Initiative besser als die vom Gegner. Und dass die dann manchmal nicht angreifen können, ist nur ein schöner Zusatz, sage ich mal. So, jetzt muss der Sandsturm doch mal langsam aufhören, oder? Der Sandsturm tobt, immer noch. Cool. Geht so Sandsturm, Regen, Tanz, Ding und Sonnenschein. Geht das nicht immer nur 5 Runden oder so? Das kommt mir jetzt schon vor, als würde es 8 Runden gehen. Ja, das war jetzt ein bisschen anstrengend, weil es gedauert hat, aber Bella kann die Erfahrungspunkte halt gut gebrauchen. Falls wir irgendwann mal gegen starke Gestein, Wasser, Boden, Pokémon kämpfen, werden wir froh sein, wenn Bella ein vernünftiges Level erreicht hat. Vielleicht nochmal irgendwie ein paar coole Angriffe lernt. Aber lass mich mal gucken. So, das war Route 4. Oh, Route 24 und 25 können wir ein Pokémon fangen. Bin ich ja mal gespannt, was wir da so bekommen. Aber erstmal müssen wir durch die Nuggetbrücke durch. Und das kann noch ein. Das kann noch einen Moment dauern. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber weißt du was? Dafür habe ich jemanden, der sich gerne um deinen Galopper kümmern würde. Aquaknarre. Specklord. Specklord, du bist der Shit. So, was kommt jetzt? Ein Vulcano.
Specklord sammelt die Level. Ein Togetic. Weißt du was? Dich mache ich auch eben noch mit Specklord fertig. Ich bin mal gespannt, was für Pokémon Misty einsetzen wird. Gegen Rocco war es ja schon ein bisschen... Hätten wir Stinky damals nicht geopfert und hätte Stinky nicht so gute Arbeit geleistet, bevor es gestorben ist, ich glaube, dann hätten wir Rocco nicht geschafft. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie es bei Misty wird. Ob sie auch so gefährlich wird zum Ende hin oder ob es ein Spaziergang wird. Bin ich mal gespannt. Stahlgestein. Sollte ich eigentlich gut mit klarkommen, oder? Ja, super. Feuerigel, nicht so super. Wir nehmen mal Oinky, weil Feuerigel kann, glaube ich, sowas wie Biss und sowas nicht. Genau, Rauchwolke, Glut, Ruckzuckhieb, Walzer eventuell, aber glaube ich nicht auf dem Level. Und dann kann Oinky nämlich noch ein bisschen was an Level mitnehmen. An Erfahrung. Vier. Wie viele Trainer sind es? Fünf? Sieben? Ich weiß es nicht mehr. Ja, wir sollten es gleich geschafft haben. Zauberblatt, los. Carpador ist schneller. Okay. Warum immer diese Feuer-Pokémon zwischendurch? Los, Oinky. Psystrahl sollte reichen, oder? Reicht nicht. Okay. Gut zu wissen. Yo. Die letzten zwei Trainer. Dann können wir wieder Pokémon fangen. Ich bin mal gespannt, was wir für ein Item kriegen. Weil das Nugget sollten wir eigentlich nicht bekommen. Obwohl ich das Nugget eigentlich sehr gerne haben würde. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Könnte ich wenigstens ein paar Tränke kaufen. Und ein paar andere Items. Herzlichen Glückwunsch, du hast alle fünf Trainer besiegt. Du hast einen großartigen Preis gewonnen. Habe ich doch ein Nugget bekommen? Ist das Nugget nicht randomized? Das wäre der Shit. Oh, du kommst direkt mit Gengar, okay. So, kann Gengar irgendwas, was Bella gefährlich wird? Ich glaube nicht. Das ist so ein dummer Angriff. Der verliert die Hälfte seines Lebens. Das ist so dumm. Nur damit mein Pokémon jede Runde ein bisschen Schaden nimmt. So, wie viel Schaden nehme ich jetzt? Ja, okay. Ein bisschen mehr, als ich gedacht habe. Komm schon, mach einen Crit. What the fuck?
Ja, aber es paralysiert, das ist schon mal gut. Nein! Hört der Fluch jetzt auf? Der Fluch muss jetzt aufhören. Wenn der Fluch jetzt nicht aufhört, habe ich ein Problem. Da war ich unachtsam. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das sollte aber sehr effektiv sein. Na. Ah, wie dumm. Da habe ich wirklich nicht drüber nachgedacht, dass der Fluch eventuell noch weiter bestehen bleibt. Ich habe mich mit Bella gerade so angefreundet. Eigentlich habe ich mir gedacht, jo, das ist ein gutes Pflanzen-Pokémon. Und dann wird es einfach so von so einem Gengar weggesnackt. Shit. Pokémon bewegen. Tut mir leid, Bella. Es war nur eine kurze Zeit, aber es war eine schöne Zeit. Gesell dich zu den anderen. Ja, nicht zu dem. Der war eh Kanonenfutter. Aber die beiden hier. Ach. Shit. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ja gut. Wenn man einmal nicht nachdenkt, wenn man einmal nicht wirklich aufpasst, dann passiert so eine Scheiße. Ich habe ein Nugget bekommen. Das Nugget würde ich sehr gerne kaufen. Nugget. Jo. Kaufen. Wir nehmen nochmal 5 Pokebälle mit. Wir nehmen mal 3 Schutz mit. Davon nehmen wir was mit. Ja, habe ich ein bisschen was. Feuerheiler. Und das war's. Konnten wir unsere Items wenigstens ein bisschen aufstocken. Dann würde ich sagen, packen wir Drag nach vorne. Und dann gucken wir, ob wir wenigstens noch neue Teammitglieder kriegen. Das ist jetzt Route 24, ne? Ihr habt das Route 24. Bitte was Gutes, bitte. Okay. Luke Wasser. Okay, könnte interessant sein. Weiß ich aber nicht, ob ich den ins Team nehmen will für... Specklord. Ja, Specklord ist schon besser, würde ich behaupten. Mach nochmal einen Wickel. Dann wollen wir dich mal fangen. Bleib bitte einfach im Ball. Du wehrst dich, okay. Ich verstehe schon.
Du bist paralysiert, du bist geschwächt. Bleib einfach im Ball. Drag, mach jetzt keinen Scheiß. Ach komm schon. Ach komm schon, Drag, mach keinen Kack. The fuck? So, wir gehen mal auf Nummer sicher. Nicht, dass unser guter Drag noch stirbt durch, ich weiß nicht, irgend so ein Lucky Hit von dem. Kannst du, ja, du kannst Whirlpool machen, um den zu schwächen, ne? So, wenn du jetzt nicht im Ball bleibst, dann werde ich dich nicht fangen. Dann werde ich nicht noch einen Ball verschwenden für ein Pokémon, was ich eh nicht haben. Okay, alles klar. Gut. Ich habe schon verstanden, Mantax. Okay, stopp. Wir versuchen es nochmal mit Whirlpool. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Wenn wir es schaffen, dass er ins Rote kommt. Ich muss ihn eigentlich mitnehmen. Was ist, wenn ich mal ein Ersatzwasser-Pokémon brauche? Dann werde ich froh sein, dass ich Mantax noch auf der Ersatzbank habe. Bleib drin. Das ist nicht sein Ernst, oder? Jetzt bleib endlich im Ball. Das ist nicht dein Ernst. Du willst nicht in mein Team, ne? Du willst nicht an meiner Seite kämpfen, oder? Ich habe 5 Pokebälle jetzt an dir verschwendet. So, runter. Runter B bringt anscheinend auch nichts. Wo, wenn jetzt gleich, beziehungsweise wenn im nächsten Part, irgendein geiles Pokémon. Weißt du was? Leck mich. Jetzt kannst du mich echt beim Arsch lecken. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Hier, riss ein Whirlpool und stirb. Och. Was ist das denn? Warum triffst du den jetzt nicht? Unglaublich. Ja, leck mich doch, ey. Wenn da hinten auf Route 25 irgendein Pokémon auftaucht, was mega cool ist und ich jetzt wegen Mantax keine Pokébälle mehr habe, dann werde ich stinkig sein. So, gut. Ich gehe die Pokémon heilen und dann machen wir im nächsten Part ab hier weiter. Wir kämpfen den da unten, der da im Gras noch steht. Und gehen dann da Richtung Bill. Und vielleicht können wir im nächsten Part schon mit der Arena anfangen. Ich weiß nicht. Müssen wir mal schauen. Leute, auf jeden Fall schön, dass ihr dabei wart. Schaut auch in den nächsten Part wieder rein. Schaut euch alle anderen Videos an. Habt einen wunderschönen Tag. Und ich sag dann mal, bye bye.